In diesem Video möchte ich dir die Frequenz Self-Control Part 1 und Part 2 vorstellen. Was bedeutet Self-Control und worum geht es bei dieser Frequenz ganz genau? Es geht darum, wenn du Emotionen hast, wenn du dich in einen Zustand gebracht hast oder wenn du etwas erlebt hast, was dich emotional sehr, sehr mitnimmt, dass du dich davon distanzieren kannst. Und je nachdem, wie intensiv dieser Zustand ist, desto mehr kannst du sozusagen Part 1 verwenden. Also Part 1 ist für die leichten Sachen und Part 2 ist dann für die starken oder intensiven Emotionen oder Zustände, die du gerade hast. Ja. Das Ganze funktioniert so, wo die erste Phase bei der Part 1 ist so, dass ich dich in eine leichte Entspannung hineinbringe und ich verwende hier bei diesen Meditationen schon eine ganz neue Form von Meditation, und zwar, ich nenne es eine Quantenmeditation. Das heißt, es ist eine gehirngerechte Meditation, eine Meditation, die auf Basis von Gehirnforschung wirkt. Man sieht im EEG, wie durch die Meditation das Gehirn sich verändert, und man merkt auch danach direkt einen Effekt. Ja. Ich werde dir gleich erklären, warum, und dann wirst du genau wissen, wie das funktioniert. Ja. Die erste Phase ist, wo ich dich sozusagen in die Entspannung hineinführe, und nach der Entspannung geht es dann in die zweite Phase, wo es darum geht, dass du, dass du dir eine Problemsituation, also genau die du hast, vorstellst und das Ganze wieder in einem Film nochmal nacherlebst, was passiert ist. Ja. Dass du in die Situation hineingehst und das Ganze wirklich fühlst und nochmal visuell nochmal alles nachbildest. Ja. Und dann geht es darum, dass du diese negative Emotion, die du empfindest, nochmal fühlst, ja. Weil du kannst nur Sachen auflösen, wenn du sie fühlst, ja. Also du fühlst das Ganze und dann gehst du in das Gefühl hinein und dann geht es darum, dass ich dir sage, stoppe diesen Film. Dass du siehst, wie das Ganze passiert, wie alle Szenarien passieren, wie die Emotion kommt. Du fängst sie an zu fühlen und dann sage ich stopp und dann kommt ein Standbild, ja. Nun siehst du das Standbild vor dir und dann geht es darum, wie du diese darin enthaltenen Emotionen aus diesem Standbild sozusagen auf dich überträgst, dass du das Ganze fühlst. Ja. Und dann sollst du sozusagen deine Situation bewerten, ja, also je nachdem, wie intensiv es ist. 1 heißt ganz schwache Emotion und 10 ist sehr, sehr starke Emotion. Ja. Also du bewertest dann diese Situation, und dann geht es darum, dass du dieses Bild, was du gerade vor dir siehst, dass du das anhältst und dass du wie bei einer Polaroid-Kamera das Bild sozusagen rausziehst, ja, dass du siehst dann deine Hand vor dir und siehst dieses Standbild vor dir in deinen Händen. Also du führst das von einem Szenario in eine andere Dimension hinein, indem du dieses Bild sozusagen in einer anderen Form als Bild vor dir hast, ja. Das ist so, wie wenn du etwas malst und dann hast du deine Zeichnung vor dir. Und dann ist das, wovor du dich fürchtest, nicht mehr so schlimm, weil du realisierst, ich habe es selbst gemalt, es ist mein Werk, es ist meine Zeichnung, davor brauche ich keine Angst haben. Und so ähnlich ist diese Situation, du erlebst sie, fühlst sie und dann schiebst du sie sozusagen raus in eine andere Dimension und siehst sozusagen das Polaroid-Foto vor dir, ja. Und dann geht es darum, dass du dir selbst zeigst, dass du Kontrolle über deine Emotionen, über diese Situation hast, indem du anfängst, dieses Bild, was du vor dir siehst, schwarz-weiß zu machen. Ja? Du stellst dir das Bild vor in schwarz-weiß, dann gibst du dem Bild ein anderes Licht hinzu, veränderst die Farben, setzt einen anderen Filter drüber oder passt den Kontrast an. Ja? Und dann wirst du in der nächsten Phase das Bild von dir entfernen, immer weiter entfernen, und dann wirst du merken, wie durch diese Entfernung du nur noch Beobachter dieses Szenarios wirst und nicht mehr Opfer der Umstände. Ja? Und wie du auch die Kontrolle dieser Situation bekommst. Ja? Also du erkennst dich selbst als Schöpfer und Architekt dieses Ereignisses und des Bewusstseinszustandes. Ja? Und dann geht es in die nächste Phase, wo es dich kaum noch kümmert, was gerade geschieht, was in dieser Situation geschieht. Die Emotion entkoppelt sich von dir, weil es ist nämlich so, du kannst Probleme nur lösen, wenn du dich von ihren Emotionen und von diesem Zustand befreit hast. Solange du drin bist, dann tust du dir verdammt schwer, da rauszukommen. Und deswegen ist es so wichtig, eben diese Meditation zu machen, wenn du Probleme hast, wenn du in irgendwelchen emotionalen Zuständen festhältst. Und das machen oft Menschen tagelang, wochenlang, manche Monate lang, was schlussendlich zu einer Depression führt. Ja. Und dann geht es darum, dass du diese dritte Phase aktivierst, wo es darum geht, zu erkennen, wo ist das Geschenk hinter diesem Ereignis, hinter dieser Emotion. Was darfst du sehen, was darfst du erkennen? Weil erst wenn du dich davon distanzierst, siehst du so eine andere Vogelperspektive in dem Fall und dann siehst du sozusagen, was ist das Geschenk dahinter. Ja.
Und dann entfernst du dich immer mehr und dann nimmst du ein Feuerzeug und du verbrennst dieses Foto. Und damit löst sich sozusagen die Emotion auf. Ja? Und dann geht es dann, dass du das Ganze nochmal bewertest. Und wenn du das bewertet hast, dann merkst du einen direkten Unterschied zwischen deinem Zustand und der Intensität der Emotion vorher und nachher. Ja? Und dann gibt es den zweiten Part dieser Frequenz, Self-Control Part 2, Master Your Emotions, wo es dasselbe Szenario ist, also es fängt an mit einer Emotion, dann mit dem Film und so weiter. Jedoch ist das für intensive Sachen gedacht. Das bedeutet, da passiert Folgendes, dass du den Film wieder rausziehst, beziehungsweise dass du die Emotion spürst und dann diese Emotion intuitiv eine Farbe zuweist. Dass du weist der Emotion Farbe Lila zum Beispiel zu, das kommt alles intuitiv. Und dann geht es darum, dass diese Farbe aus diesem Szenario auf dich überträgt zu einer Kugel und diese Kugel sich vor deinem Brustbereich verformt und sozusagen vor dir schwebt. Ja. Und dann geht es darum, dass du anfängst, diese Kugel mental so leicht nach links zu drehen, zu wippen, dann nach rechts, dann nach links und immer mehr und dann immer, bis es zu einer Umdrehung kommt. Und dann umdrehst du die Kugel und dann erkennst du, dass du der Schöpfer dieser Emotion bist, dass du komplette Kontrolle über diese intensive Emotion hast. Ja. Und in dem Punkt, wo diese Emotion dann immer stärker wird, fängst du sie an zu drehen und schneller zu drehen. Und dann schleuderst du immer diese Kugel in das Universum und lässt sie sozusagen in der Sonne verbrennen. Ja. Und dann kommen bei dir dann irgendwann welche Eindrücke wie Farben, Emotionen, Symbole. Und da geht es darum, dass du dir erlaubst, dass das, was jetzt auf dich zukommt, dass du das siehst und erkennst. Und dann kommst du automatisch in den Frieden hinein. Und danach kommt die nächste Phase, wo du dann nochmal bewerten sollst, wie intensiv ist jetzt dein Zustand. Ja. Und das ist sozusagen Self-Control. Da geht es wirklich darum, dass du erkennst, was ist das Geschenk und wie du dich entkoppelst von den Zuständen und emotionalen Sachen, damit du sofort eine Problemlösung für diese Situation bekommst. Ja. Du kannst es sozusagen ab jetzt im Shop erwerben oder du kannst in unserer App auf brainwave3d.com/premium diese kostenlos anhören, 7 Tage lang in der Kategorie Selbstprogrammierung. In dem Sinne viel Freude damit und bis zum nächsten Video.